Mich freut es immer wieder, wenn man merkt, wie die eigenen Ratschläge oder Anregungen aufgenommen werden. Ich habe von den Mentees genauso viel mitgenommen, wie ich ihnen zurückgeben konnte. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass bei ziemlich vielen ein sehr gutes Match getroffen wurde. Mit dem Mentoring-Programm schaffen wir Verbindung. Studierende bekommen im 1:1-Matching einen Sparringspartner oder eine Sparringspartnerin an die Seite gestellt, die sie in Fragen der beruflichen Orientierung, in der Karriereplanung, aber auch in Fragen bezüglich der persönlichen Lebensgestaltung begleiten und beraten. Ich erwarte vom Mentoring-Programm eigentlich jetzt erstmal, vor allem im nächsten Jahr, ein bisschen mir klarer zu werden über meine Ziele für die Zukunft und mir auch so ein bisschen Selbstbewusstsein dahingehend zu schaffen, mit nicht nur Jura, sondern auch etwas anderem, Kreativem später im Leben erfolgreich und glücklich zu werden. Meine größte Motivation teilzunehmen war eigentlich, dass ich in meiner Familie niemanden habe, der Jura studiert hat und dass es einige Fragen gibt, die ich mir selber stelle bezüglich meines späteren Berufslebens, die ich gerne mit jemandem besprechen möchte, der schon Jura studiert hat und der in dem Bereich beruflich was schon gemacht hat. Um sich für das Mentoring-Programm anzumelden, durchlaufen Mentees, aber auch Mentorinnen und Mentoren einen zweischrittigen Prozess. Zum einen machen sie schriftliche Angaben in einem Profilbogen, die wir dann in einem standardisierten Interview noch vertiefen. So lernen wir jeden Teilnehmer persönlich kennen und haben hinterher alle relevanten Infos, die wir fürs Matching brauchen. Das Matching kann man sich vorstellen wie ein sehr komplexes Memory-Spiel. Das Wichtigste für eine erfolgreiche Mentoring-Beziehung ist die persönliche Passung. Deswegen achten wir nicht nur auf die fachlichen Übereinstimmungen, sondern auch auf Übereinstimmungen in Lebensentwürfen, in Freizeitgestaltung und im Mindset. Ich war tatsächlich ziemlich anspruchsvoll. Ich wollte gerne eine Mentorin mit Lebenserfahrung haben, die im Medizinrecht tätig ist und Kinder hat unbedingt. Und genau das habe ich bekommen. Für mich ist es das Größte eigentlich, wenn jemand da ist, der jung im Jurastudium unterwegs ist, der vielleicht noch so ein bisschen Orientierung sucht, ist A, Jura das Richtige oder B, in welche Richtung soll es denn gehen? Ihm einfach zu zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, sei es Kanzlei oder auch eine größere Unternehmen wie jetzt Siemens zum Beispiel oder was ganz anderes, ist ein Master gut zu machen, ist eine Doktorarbeit gut zu machen und da meine Erfahrungen weiterzugeben und Orientierung zu vermitteln. Mit den Rahmenveranstaltungen schaffen wir Kontaktpunkte. Zum einen natürlich für die Tandems selbst, zum anderen aber auch für alle Teilnehmenden untereinander, die sich in lockerer Atmosphäre austauschen können über ihre Erfahrungen im Mentoring-Programm und darüber hinaus. Durch diese organisierten Treffen, die eben auch Museum der Arbeit oder das Kicker-Turnier, war es halt nochmal etwas Besonderes, was hinzukam, wo man auch ungewöhnliche Erlebnisse teilen konnte. Die Ausgestaltung der Mentoring-Beziehung liegt bei den Tandems selbst. Das heißt, Umfang, Ziele, Inhalte werden individuell bestimmt, je nach zeitlicher Ressource, nach räumlicher Nähe und auch Interessenslage. Manche bevorzugen dabei eher einen informellen Rahmen, andere gehen sehr strukturiert vor. Solange beide Seiten sich darüber einig sind, funktioniert das eine genauso wie das andere. Wir möchten unseren Studierenden eine sehr gute juristische Ausbildung bieten. Gleichzeitig müssen wir verhindern, dass sie einen Tunnelblick bekommen. Unser Mentoring-Programm bietet dabei Orientierungshilfe. Und regelmäßig hören wir von unseren Mentorinnen und Mentoren, dass der Austausch mit den jungen Menschen auch für sie bereichernd ist. Ein Menti hatte mir zum Beispiel erzählt von ihrer Studienabschlussarbeit. Und wir haben über dieses Thema diskutiert und das war so interessant, es kam so eine gute Diskussion zustande, dass wir jetzt überlegt haben, gemeinsam einen Aufsatz über dieses Thema zu schreiben. Und ich denke, ich werde mit ihr noch lange auch Kontakt behalten, auch noch über das Mentorenprogramm hinaus und einfach ihren weiteren Lebensweg mitbegleiten. Also das habe ich mir fest vorgenommen und sie ist auch dazu bereit. Wir freuen uns drauf. Weil ich selber auf dem beruflichen Weg bis hierhin oftmals profitiert habe von Begegnungen von Menschen, die mir was mitgegeben haben auf dem Weg. Und so empfinde ich es ein bisschen als eine Verpflichtung, jetzt etwas zurückzugeben.